im Oktober 2017, als die alte Spessartrampe schon weitestgehend abgebaut war und der Betrieb auf der neuen Spessartrampe lief, hatte ich nochmal die Möglichkeit gehabt, ein letztes Mal, bevor die Verfüllung des Schwarzkopftunnels startete, den Schwarzkopftunnel zu Fuß zu durchqueren. Er wurde am 17. Juni 2017 außer Betrieb genommen und war etwa 930 Meter lang. Am westlichen Tunnelportal auf der Aschaffenburger Seite wurde bereits die Belüftungsanlage mit dem Luftschlauch aufgehängt, der während der Verfüllung die Abgase der Baumaschinen aus dem Tunnel raustreiben und frische Luft in den Tunnel hineinbringen sollte. Im Tunnel selbst war überall Wasser, das von den Wänden und der Decke runtertropfte bzw. rinnte, zu hören. Es war relativ dunkel. Der Putz auf der Innenseite des Tunnels war zum Teil schon abgefallen und die Rohre, die für die Entwässerung sorgten bzw. in denen Kabel durch den Tunnel liefen, waren auch schon defekt gewesen. Das hier müsste eine Abluftöffnung gewesen sein. Und hier eine Nische, in der ein Signal drinnen stand. Und da sieht man, wie das Wasser von oben runter rinnt und auch die Ablagerungen Außenwasser an den Wänden. Das Wasser, was aus dem Schwarzkopftunnel rausläuft, wurde zu Dampflokzeiten nach Laufach geleitet und dort zur Versorgung für die Dampflokomotiven genutzt. Jetzt kommen wir auf der Heidenbrückener Seite an. Hier sieht man das ehemalige Zwischensignal des Bahnhofs Heidenbrücken und dann einen Kabelschacht, aus dem die Buntmetalle schon entfernt worden sind. Und hier ist das östliche Tunnelportal auf der Heidenbrückener Seite. Hier war es immer recht feucht, deswegen sind da viele Moose und Flechten an den Sandsteinwänden zu sehen. Die Gleise wurden schon ausgebaut und jetzt blicken wir unter der Straßenbrücke hindurch auf das wunderschöne ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs Heidenbrücken. Der Bach, der zwischen dem Tunnel und dem Empfangsgebäude den Bahnhof unterquert, fließt Richtung Lohr. Das Stellwerk in Heidenbrücken war zur Zeit meines Besuchs auch schon komplett ausgeräumt gewesen, die Jalousien waren runtergelassen und alles, was irgendeinen Wert hatte, war abgebaut bzw. mitgenommen. Hier blicken wir über das Gleisvorfeld, schaut für mich ganz ungewohnt aus, ohne Oberleitungsmasten. So muss es in den 1950er Jahren ausgeschaut haben, bevor Oberleitung installiert worden ist. Das ist der ehemalige Fahrradständer und der Blick vom Bahnsteig Richtung Tunnel. Ja, und da der Schwarzkopftunnel eine 930 Meter lange gerade Röhre war, hat man immer Licht am Ende des Tunnels gesehen. Die Arbeiter auf der Laubacher Aschaffenburger Seite hängen den Bewetterungsschlauch in den Tunnel rein. So, das war's für dieses Mal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus.